Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Ich bin's, euer Odo. Wir sind wieder im Kampf mit anderen Leuten und wir sagen dem guten Saladin, er kann uns mal. Wir werden sicherlich nicht auf seine Forderungen eingehen. Achso, so muss man das machen. Gut, können wir noch angreifen? Wahrscheinlich nicht, nein. Okay. Dieses Flugzeug bleibt einfach stehen. Du gehst auch auf Bereitschaft. Du wirst dein Ding hier machen. Ephesus. Effektiv größer machen zu können. Wir brauchen. Ich glaube, wir werden ein Ding, einen Handwerker kaufen einfach, um die beiden Gebiete da noch zu farmen zu machen. So, wir haben gesagt, wir wollen nach Sansibar mit dir. Na dann, nach Sansibar. Pergamon könnte auch ein Kraftwerk bauen, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen einen Helikopter. Wir produzieren einen Helikopter. Oder einen Spion. Nein, Helikopter. Einer von den Stadtstaaten wollte einen Helikopter haben. Und einen Helikopter bauen? Ja, 27 rum. Das sollte wohl gehen. Wir haben schon 308 Wissenschaftsproduktion. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir die noch so stark aufdrehen können. Und Verlangen im Sanden. Kann die nicht jetzt? Das kann die nicht, das was da oben ist. Oder quasi hier. Echt jetzt? Das ist ein Kampfbomber. Das soll auch gar nicht können vielleicht, kann das sein? Ja, das könnt ihr gerne machen, meine lieben Barbaren. Das heißt einsetzen. Was, wenn ich dahin klicke? Ah, dann erkundet er das Gebiet da wahrscheinlich. Gut. So, und dann machen wir da mal einen Bauernhof als erstes. Da machen wir dann noch einen Bauernhof her und dann sollte sich das mit Ephesus und mit seinem um Gottes Willen, wir werden alle verhungern aufhören. So, Apostel brauchen wir zurzeit auch keinen neuen, weil wir
Ja, nämlich meine, aber das schafft er nicht. Der ist so weit hinten nach. Das braucht man nicht zeigen, dass der Kongo fast schon ein guter Ziel hat. Nee, ist ja arg. Was die da alles haben. Die haben sogar Kanonen. Irren ist menschlich. Aber wenn man etwas so richtig falsch machen will, braucht man einen Computer. Hm, ja, finde ich gut. Genau, die Fähigkeit, einen zusätzlichen Spion auszubilden. Jeglicher Tourismuszuwachs wird verdoppelt. Okay. Alles klar. Na dann. Auf der Hand machen wir die Barbaren. Der hat das tatsächlich überlebt, finde ich nicht richtig. So, wenn wir da jetzt noch eins haben, dann sind die Dinge insgesamt besser alle zusammen. So, Raketentechnik stören. Deaktiviert den Raumhafen in der Stadt. Puh. Das hat nur eine 50%ige Chance. Technikbonus stehlen, Mittel abschöpfen. Mittel abschöpfen ist das, was am ehesten funktioniert, oder wie? Produktion sabotieren. Okay, du schöpfst Mittel ab, sicherheitshalber. Ah, wir haben da zwei, einen guten und einen schlechten. Hier ist die Raketentechnik stören. Finde ich gut. So, Quellen erhalten. Ja, ist uns wurscht. Handelsmikkapazität erhöht. Wir können einen Handelsmik bauen. Einen weiteren. Soll dann glatt machen. So, wir haben Computertechnik. Wir machen als nächstes fortgeschrittene Ballistik. Damit können wir, glaube ich, die ganzen Feldkanonen verbessern zu Maschinengewehren. Gut, Athen. Mir bitte einen Leuchtturm. Hätten wir einen Händler sicherheitshalber bauen sollen? Nee, Leuchtturm, was soll's. Athen ist so eine modige Stadt, das ist unfassbar. Die haben sowas von nichts. Ja, du kannst mich mal gern haben. Mach du deine eigenen Werke. Ich meine, ich weiß schon, ich habe welche von dir geklaut, aber das mit den Naturparks ist absolut bescheuert, dass man die nicht selber legen kann, diese vier Felder. Das ist wirklich dumm. Weil ich meine, wir hätten auch die vier Felder nehmen können, da wären nämlich zwei von denen drinnen. Also wem das eingefallen ist, weiß ich auch nicht. Mhm. Okay. Das dazu. Hey, wir haben unseren ersten Sanitäter. Was machen wir mit so einem Sanitäter? Wir schicken ihn nach Detroit. Mhm. Um dort dem da zu unterstützen. Und wir haben einen Handelsposten, das heißt, wir können jetzt einen Händler neu verschicken. Was ich gut finde. So, du hast die zwei gemacht. Dann machen wir da ein Seebad. Immerhin bringt das Tourismus. Und Geld. Gut, wir haben zwei Stadtstaaten, die gerne einen Handelsweg hätten. Gehen wir mal zu den Stadtstaaten runter. Es ist irgendwie sinnvoller, jetzt mit Stadtstaaten Handel zu betreiben. So, Kandy und Toronto. Kandy ist umkämpft. Achso, nein, warte mal, Blödsinn. Nein. Da, Valletta. Wieder einen. Valletta ist umkämpft und deswegen macht es dort auch Sinn. Ha.
geschlossen und... sind damit gleich mit dem Herrn... Roosevelt gezogen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und damit kriegt er den Bonus nicht mehr. Mir zwar leider auch noch nicht, aber was soll's. So. Aleppo kann einen Hangar bauen. Kann ein Kraftwerk bauen. Könnte aber natürlich auch einen Händler bauen. Machen wir einen Händler. Spione wären gut. Wir sollten Spione bauen. Wir können mehr Spione bauen. Das macht Sinn, glaube ich, Spione zu bauen. Schauen wir mal. Was willst du? Du willst das alles für das. Du kannst mich gern haben. Wobei das sogar fast Sinn machen würde. Was ist das? Salpeter? Wozu brauchst du Salpeter? Ja, okay, wir nehmen diesen Vorschlag an. Der ist zwar noch nicht ganz perfekt für mich, aber auch nicht schlecht. Ich hoffe, du ruinierst mir mit deinen widerlichen Händlern nicht meine Straßen. Ziele auf den Mond. Wenn du verfehlst, triffst du vielleicht einen Stern. Hm. Okay. Maschinengewehre und Luftabwehr. Na gut. Was soll ich sagen? Okay, dann schießen wir gleich mal auf den. Schießen wir auf den Mond. Das sind noch Pikeniere. Ist ja lustig. Ja, nachdem wir das jetzt haben, werden wir schauen. Es wäre schön, wenn wir da irgendwie eine Zusammenfassung kriegen würden, was wir irgendwo wo stehen haben. Da haben wir Artillerie, die kann man glaube ich noch nicht, die kann man nicht aufrüsten. Genau. Vielleicht auf Bereitschaft, aber diese hier, diese Kanonen, die können wir aufrüsten. Was ist mit dir? Kann man dich auch aufrüsten? Nein. Flugabwehr ist offensichtlich was ganz was Neues, eigenes. Panzer. So, da. War da auch noch hin? Nein. War es das schon mit denen? Naja, okay. Soll sein. Okay, auf Bereitschaft. Forschung. Wir forschen jetzt auch etwas schneller, finde ich gut. Okay, natürlich. Das ist ein Projekt. Ermöglicht die Herstellung von Nuklearwaffen. Nuklearwaffenbau. Finde ich gut. Ja, wir sind denunziert worden, ja. Du hast das nur quasi aufrecht erhalten. Na, hörst du auf uns zu schießen? Das gibt's ja wohl nicht. Wir haben Cincinnati gefunden. Ihr hättet wissen müssen, dass ihr nicht vor Spionage gegen mich zurückschreckt. Schickt sofort eure Spione weg. Das kann ich euch nicht versprechen. Ja, ja, dann greift mich halt an. Gut, du gehst nochmal zurück.
schießt nur die vom Feld. Dankeschön. Ja, Agent Zotikos konnte das Industriegebiet in der Stadt New York erfolgreich sabotieren. Finde ich gut. Was? Ach, ich hasse euch. Aber wir kriegen neue Gesandte. So, Valletta, Banda Brunei und Toronto sind alle keine. Kann die ebenfalls? Was wollen wir denn? Toronto auf jeden Fall, weil es bringt Produktion. Kann die einfach deshalb, weil es auf unserem Kontinent liegt. Und dann machen wir Banda Brunei oder Valletta. Was macht das, wenn wir das haben? Plus ein Gold für eure Handelswege, die in der Stadt hinein und durch. Was? Eure Handelsposten? Ja, okay. Handelsposten bringen plus ein Gold, wenn der Handelsweg durch die Stadt geht. Und was macht der? Kosten für den Kauf von antiken, mittelalterlichen und Renaissance-Mauern sind reduziert, aber sie können nur mit Glauben gekauft werden. Oh! Auch die Kosten im Lagerbezirk können mit Glauben gekauft werden. Finde ich fast noch besser als Banda Brunei. So, wir haben wieder drei Souveräne. Hey, wir haben noch einen Gesandten. Wie das? Ich weiß echt nicht, wo diese Gesandten teilweise herkommen. Das heißt, wir können rein theoretisch auch Banda Brunei noch machen. Das ist noch besser, weil es noch mehr Geld bringt. Was ist das? Oh, wir haben einen entdeckten Spion. Na gut, soll sein. So, Produktion wählen. In Detroit bauen wir als nächstes einen Flugplatz. Und zwar bauen wir ihn hier hin. Also natürlich in dem Ding und außerdem bauen wir hier. Wir bauen dort ein Kunstmuseum oder ein archäologisches Museum. Sendezentrum vielleicht auch gleich? Nö. Da heben wir uns das Geld noch auf, vielleicht, oder den Glauben noch auf, vielleicht machen wir es irgendwo anders. So, Fluchtweg wählen. Irgendeiner wurde erwischt. Der Zotikos. Naja, wir nehmen natürlich ein Fahrzeug. Und wir sind jetzt Meisterspion. Finde ich gut. Wir haben einen kommenden Spion. Was macht ein Wald? Können wir den Wald da drinnen auch pflanzen? Das wäre ja interessant. Hübscher Apostel. Ausgezeichnet. Mit bereits einem einzigen haben wir ihn auf neutral geschalten. Mit dem nächsten haben wir ihn hoffentlich auf Zarathustrismus. Das finde ich natürlich schön. Das finde ich sehr schön. Würde uns Brüssel auch mehr mögen.
uns hier nicht so. Lasst das Atom in Ruhe. Warum sollten wir das tun? Na gut, soll sein. So, machen wir gleich noch einmal. Wir weiter mit Pflanzen hier. Finde ich gut. Oh, das ist aber lieb von ihm, dass er uns nachkommt da übers Wasser. Sanitäter, wo bist du? Echt, wieso gehst du eigentlich auf diese Art und Weise? Das ist absolut irre. Hey, noch eine große Persönlichkeit. Und dieses Mal haben wir den großen Schriftsteller. Hey, H.G. Wells, das ist sehr schön. Den mag ich. Gut, mein Freund, wo gehen wir mit dir hin? Niemand hätte in diesen letzten Jahren des 19. Jahrhunderts daran geglaubt, dass die menschlichen Angelegenheiten genau und scharf von Intelligenzen größer als die Menschen und doch so sterblich wie seine beobachtet würden. Dass während die Menschen ihrem Tagwerk nachgingen, sie belauscht und erforscht würden, wie ein Mann mit seinem Mikroskop jene vergänglichen Lebewesen erforscht, die in einem Wassertropfen ihr Leben treiben und sich darin vermehren. Finde ich gut. Ja. Wir haben jetzt 218 Tourismus. Und bei Kultur durch diese Werke. Gut, Forschung. Nächster Forschungsschritt ist in diese Richtung. Telekommunikation, dann können wir U-Boote bauen. Verbundwerkstätten. Da können wir bessere Panzer bauen. Machen wir glatt. Apropos Verbundwerkstoffe, wir wollten schauen, was ist das mit dem Wissenschaftler? Großer Händler, großer Wissenschaftler. 2400 oder 1788. Kaufen uns doch glatt. Den kaufen wir uns doch glatt. So, können wir auch noch was über Glauben kaufen, was nicht Apostel sind. Vielleicht. Ah ja, genau, die kann Monument. Können wir da bauen. Dann noch eine Kanzlei. Das ist ja schon mal was. Dann haben wir gesagt, das Sendezentrum. Aber zuerst machen wir mal Korinth.
So. Oh, für Jerusalem haben wir irgendwas erfüllt. Und haben einen Gesandten gekriegt. Ah, den großen Wissenschaftler wahrscheinlich. Auch nicht schlecht. Na, Knossos haben wir uns nicht angeschaut, ob wir da was kaufen können, oder? Wieso können wir uns die mittelalterlichen Dings nicht kaufen? Wir haben gekauft die Stadtmauern. Wir haben Stadtmauern außerdem. Nein, wurscht. So, was bauen wir hier als nächstes? Spion natürlich. Wir brauchen einen Spion. Wir brauchen Spione. Den einen oder anderen. Kraftwerk brauchen wir eigentlich keines. Oh ja, in MK brauchen wir schon ein Kraftwerk. Obwohl, na, bin nicht hundertprozentig sicher, ob das Kraftwerk in Faserlos nicht eh rüberreichen wird. Naja, wer weiß. Sicher ist sicher. Werkzeug brauchen wir. So, und die Straße nach Mytilene ist auch fertig. Finde ich gut. Hey, da oben ist eine Quadrimere oder so irgendwas. Meine Schatzkammer fühlt sich beträchtlich. Es ist immer schön, ein so gutes Einkommen zu haben. Ja, ja, auf Wiedersehen. Sie mögen mich ja vielleicht doch. Also, ihr kennt mir sicher irgendwann in nächster Zeit wieder den Krieg. Auf mich zu schießen. Hat ja nichts Besseres zu tun. Man kann die Zukunft niemals gemäß der Vergangenheit planen. Okay. Wir können jetzt die Politik ändern. Das kann man nur alle paar Runden jetzt machen. Und es wird immer länger dauern, nehme ich mal an. Das heißt, wir sollten klug vorgehen. Ach ja. Gesandten Stadt starten. Plus 50% Produktion für Spionage, Spione und Spionage. Missionen enden 25% schneller. Das ist einmal nicht schlecht an für sich. Plus 10% Kultur pro Stadt stattdessen souverän ihr seid. Ah, das ist das gleiche mit Wissenschaft. Das brauchen wir. Ich weiß nicht genau, ob wir die Kultur brauchen, dass die Leute zu uns als Touristen kommen. Vielleicht ist es besser als der Ratsch. Wahrscheinlich sogar. Wirtschaft. Schauen wir mal. Tourismus, Tourismus. Plus 50% Tourismus von Zivilisationen, zu denen ihr einen Handelsweg habt. Hm. So viele Handelswege zu anderen. Statt dem Theaterbezirk vielleicht. Oder statt der strategischen Luftwaffe. Machen wir das doch klar zu. Noch mehr Tourismus. So.
wir nichts mehr reinbauen. Nichts mehr verbreiten von wegen Bücher. Dann gehst du mal nach Faser los und gehst in eine andere Stadt, und zwar nach Detroit. Da gibt es noch Platz für dich. So, Wissenschaftler. Abdus Salam. Mach dein Ding. Errungenschaft freigeschalten, auch in jedes Bad. Na, schaut was an. Während ihr auf der ganzen Welt Wissen angesammelt habt, habt die Wissenschaft die Weisheit entdeckt, die eurem Volk unbekannt war. So, wir haben das Eureka für Satellitentechnologie, für Lenksysteme. Also klingt das alles so militärisch. Für Lasertechnologie, für Tarntechnologie, für Kernfusion. Ha, Kernfusion war wichtig, weil das hat auch mal ein Stadtstaat von uns gewollt. Nämlich Banda Brunei. Finde ich gut. Tun sie mir in Banda Brunei noch besser. So, wir schauen uns nochmal ganz kurz an, wie weit wir sind. Wir haben 210 von 227 nötigen. Gut, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. In den nächsten, in einigen wenigen, hoffentlich in einigen wenigen Aufnahmen sollten wir das Spiel über den Tourismus gewonnen haben und haben unser Ziel erfüllt. Gut, wir machen noch die Runde fertig, dann machen wir Schluss für heute. Dieses Flugzeug hier. So, und wir haben noch einen großen Künstler, nämlich den Herrn Van Gogh, gekriegt. Finde ich gut. Der Herr Van Gogh. Ah, warte mal, bevor wir den irgendwo hinschicken, sollten wir uns tatsächlich überlegen, wo die Kunstwerke überhaupt hinpassen. Wir haben keinen Landschaftszeichner bis jetzt. Das heißt, das mit den Museen sollten wir uns... Naja, egal. Das mit dem Motto wird jetzt so nichts mehr. Hey, Sternennacht. Das ist hübsch. So, und wir machen die Zukunftsausrichtung natürlich die nächste. Dauert nur 5 Runden. Wieso das? Ah, weil wir da um einiges stärker jetzt sind. Boah. Na gut, die Einheit, das ändern, was wir da gemacht haben. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder sonst was. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.